So, Freunde, willkommen zum nächsten Part. Ich habe mal ein bisschen Munition zusammen gemischt und ja. Ich denke mal 72 Magnum und jetzt 33 Granatschüsse und was wir nicht sonst noch alles haben, sollte erstmal reichen. Oder wie siehst du das? Würde ich auch sagen, ja. Und wir haben ja auch wirklich jede Menge Puder und so einen Scheiß gesammelt. Wir haben ja alles gesammelt. Wir haben immer noch übrig, ein bisschen. Shotgun Shells kannst du eigentlich auch noch. Ja. Mit draufpacken, ja. 105, ach du Scheiße. Ja, man könnte meinen, wir hätten irgendwie so ein Munitionscheat oder irgend sowas eingegeben, so sieht's was aus. Gibt's sowas überhaupt in einem Spiel? Keine Ahnung, ob es nicht irgendwie so ein Bug oder irgend sowas gibt. Oder mit irgendwelchen Mods auf dem PC ist das bestimmt machbar. Wo ist denn jetzt das silberne Teil? Achso, im Inventar, alles klar. So, jetzt haben wir das Zahnrad und jetzt gehen wir wieder zum Glockenturm. Und werden den mal einschalten, so wie es uns der Nikolai gesagt hat, damit der Hubschrauber kommt. Ja, auch komisch ist, vorhin waren da noch Spinnen. Als der Nemesis da war, waren keine mehr da. Hat er die gefressen oder kaputtgeschlagen oder weiß man nicht so genau. Vielleicht mag der auch keine, wer weiß. Kann sein. Oder hat sie halt gemampft? Ja, wenn er Hunger hat, warum nicht? Vor wie in der Kirche. Aber hört sich gut an, auf jeden Fall. Mann, 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 er hat immer noch nicht genug. Oh Mann. Ja.
weiß einfach nicht, wie viel Leben man hat. Das in den Virus, ja. Ja. Das ist schon ein bisschen so. Aber es ist nicht das Grüne. Er läuft ins Feuer. Ja, langsam blutet er aber, merkst du? So richtig, nicht nur dieses komische Zeug, sondern er blutet richtig. Schlaf gut. Ja, typische Szene, ne? Wie in Resident Evil 1, als er von der Schlange gebissen wird und dann auch gerettet wird. Jill! Jill! Hang in there! What have I done? I'm sorry, Jill. Please, wake up! Nur jetzt weiß man, wer es ist. Ja, das stimmt. Aber ich denke mal, dass es Barry ist in Resident Evil 1. Das Feuer. Man hört, wie es sich wiederholt. Ich hab schon Schiss, ey. Bei 6 Minuten. Versuchen wir das wie bei damals bei Code Veronica. Wir müssen es probieren, anders geht es nicht. Ja, CD hängt. Laufwerk nochmal neu zu. Jill! Jill! Zumindest schreibt er jetzt schon mal Jill. October 1st. Night. I woke up to the sound of falling rain. I can't believe I'm still alive. Ja, so ist es halt mit der alten Hardware. Das passiert halt manchmal. Aber die PlayStation läuft weiter. Carlos? It looks like our roles have been reversed from when we originally met, huh? Don't worry, Jill. This chapel is safe. I've been infected by the virus, haven't I? Hey! Take it easy. I'm okay. Don't feel any pain. But that's what bothers me. If I can't feel anything, then what does that mean? Don't give up, Jill. I'll take care of you. Whatever you do, don't let that virus beat you. Cool, jetzt können wir den steuern. Ja. Läuft. Oh. Aber das Zeug wird nicht übernommen. Von daher können wir es komplett ausnutzen. Nur für Carlos ausnutzen, genau. Am Anfang dachte ich nämlich auch immer, ach, heb schön alles auf. Bekommt dann Jill, ja, von wegen. Super. Freunde. Naja, umso mehr wir aus dem Weg räumen, umso besser wird's einfach. Ach so, ja, wir müssen dahin, wo die Glocke steht. Die schafft ja Jill nicht zum Wegschieben. Aber Carlos. Ach guck mal, ein Bodyguard. Ja, Carlos kommt ja auch im zweiten Film. Spielt ja mehr oder weniger in dem Spiel. Das Ganze. So halb zumindest halt. Es ist sowieso ein bisschen manchmal schwierig zu beschauen jetzt die ganzen Teile, wie die zusammenhängen. Zero ist ja vor dem ersten noch. Der dritte spielt doch irgendwie zwischen den zweiten. So. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das vor dem zweiten spielt oder nach.
denke mal nach. Ja, denke ich auch, weil da steht ja auch drauf Last Escape, also der letzte. Ja. Von daher. Erstmal das und zweitens, dieser Marvin war ja jetzt schon tot. Von daher muss ja Leon schon da gewesen sein. Claire. Aber dann muss es wahrscheinlich kurz danach gewesen sein. Ja. Ich denke ja auch mal, die hauen ja noch mit so einer U-Bahn oder so irgendwas ab. Und ja, wie es hier ausgeht, die bekommen dann halt. Chris ist hier in der Zeit in Europa, soweit ich das von Resi 2 noch weiß, in seinem Tagebuch. Genau. Wo ja Leon später auch hinkommt, in Resi 4. Ja. Gute alte rote Fass. Ja, rote Fässer haben Videospiele geprägt. Nicht nur Resident Evil. Das stimmt. Schön die Signalfarbe rot. Achtung, ja. Ich bin gefährlich, denk dran, wenn du schießt. Oh, Hospital. Scheiße. Hunter! Also das war gerade ein richtig cooler Carlos. Stimmt, cooler Ruf. Zwei Huntern ausgewichen und dann beide umgelegt. Auch viel, viel mehr Speicherräume, ne? Kann das sein? Ja, irgendwie haben wir da genug bisher. Carlos ist schon ein cooler Typ auf jeden Fall. Resi 3 wurde ja zeitgleich mit Dino Crisis programmiert. Das sieht man auch, wenn man Dino Crisis einlegt, dass es wirklich ziemlich, ziemlich ähnlich ist. Also das ist von der Steuerung her eigentlich 1 zu 1, kann man sagen. Ist halt, also was heißt die Map, das Inventar ist halt ein bisschen anders aufgebaut, aber Steuerung ist wirklich 1 zu 1, das stimmt. Ja. Ist auch kein schlechtes Spiel, also nee, ich habe es aber noch nie durchgespielt, bin ich ehrlich. Ich war mal irgendwie in so einem Laborkeller irgendwas, also ich vermute mal, dass es nicht mehr so weit war. Aber irgendwie kam ich da nicht mehr weiter. A slight fracture in his right arm just below the elbow. However. Das ist nie ein gutes Zeichen, wenn Aufzüge aufgehen. Oh Mann. Die bleiben gerne stecken. Ich lasse drauf Mission fehlgeschlagen, weil sie sind stecken geblieben. Sie können Jill nicht retten, weil sie stecken geblieben sind. Wir fahren mal in 4F. Ich
Heiliger, was ist denn da? Sind zwar nicht so effektiv, aber sie sind schnell, die Dinger. Nervig. Hauptsache Energie. Kann uns auch nicht viel passieren. Das ist wahr. Energie ist echt schon top. Na gut, das Spiel ist auch sehr spendabel, also das muss man so sagen. Im Gegensatz zur Saturn-Version Resi 1, das war ja ein Witz, ey. Ja. Da gab es bei Kenneth keine Munition, da gab es beim Schrank keine Munition, da gab es gar nichts. Doch. Super Steuerung. Ja, und ein Hunter, der gerne mal direkt einem den Kopf abschlägt. Ja. Gut, gibt's bei PS1 auch, aber irgendwie trifft der Hunter uns nicht. Würde ich mal behaupten. Ja, vielleicht so ein, zwei Mal. Don't shoot! No! Nikolai? You're still alive? You saw what happened. What's going on? I'm one of the supervisors. That's all you need to know. Wait! Ja, ihr habt gesehen. Und so langsam sollten ja mal Zweifel aufkommen, ob dieser Nikolai wirklich unser Verbündeter ist oder nicht. Jedes Mal ist ein Toter da, ne? Wenn der da ist. Ja, man hat ja jetzt wohl eindeutig gesehen, dass er den erschossen hat. Foto. Ich habe letzte Mal die Dreamcast-Version von Resi 3 ausprobiert und was ich cool fand, ist, es war von Anfang an im Battle-Modus freigeschaltet, also Mercenaries-Modus freigeschaltet. Scheint wahrscheinlich nur auf der Dreamcast-Track frei zu sein, weil hier auf der PS1 habe ich keinen Battle-Modus oder Mercenaries-Modus gesehen. Den bekommst du, wenn es durch ist. Ah, okay. Ist halt wahrscheinlich dann der Vorteil bei Dreamcast, wenn er unbedingt dann direkt den Mercenaries-Modus spielen wollt, ist von Anfang an frei. Ja. Wird wahrscheinlich in Deutschland gar nicht verfügbar sein, so wie ich weiß. Ne? Deutsche Version gibt es ihm, glaube ich, gar nicht. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also wundern würde es mich nicht. War ja, bei Resi 4 war er ja auch ausgeschnitten. Bestimmt. Falsch. Normalerweise war das immer richtig. Das Spiel ändert einfach die Rätsel. Das ist. Ich finde es aber cool irgendwie. Fies ist das. Ja, hat mir mit der komischen Karte auch. Mit dem 01. Was war das? 0151 und immer? Oder was war das? Irgend sowas. Und die ganze Zeit war es immer 4312. Auch ein Scherz. Na gut, ich find's aber gut. Es ist so, dass halt nie irgendwie Langeweile reinkommt. Und nervig ist es zwar beim Let's Play auf jeden Fall, aber cool ist es auch. Das muss doch bloß für einen, der einen Speedrun macht, muss doch eine Katastrophe sein, wenn es dann falsch ist. Ja, das war. Schon wieder falsch. Wie viel gibt's denn? Ach, es gibt vier Stück. Ja, da haben wir noch zwei vor uns. Das ist doch Verarscherei, ey. Sag ich dir noch. Ja.
der die ganze Zeit, ich habe mir ein Let's Play angeguckt, vom Bruger, kann man ja mal sagen. Und wo war's? Da oben links. Ich hab's zweimal gespielt, wo war's? Oben links. Jetzt ist es oben rechts, pass auf. Und ausgerechnet jetzt, wo wir hier das Let's Play aufnehmen, ist ein anderes Passwort. Und wie das so ist, wird es natürlich jetzt wieder falsch sein, damit man nochmal machen kann. Oh. Es war gnädig. Das Spiel war gnädig. Ach, Nummer. Ist doch von dem Typ, der eben das in der Hand hat, dann. Also der tote Labortyp. Der hat eine Nummer, ich glaube 325 oder so. Ich kann es aber nicht mehr genau so wiedergeben. Ich meine, das war. Sehr gut. Ja, der hat doch das eben gezeigt. Ich hatte es nur im Hinterkopf. Ich habe auch was dazu beigetragen. Jo. Es ist halt praktisch, wenn man dann zu zweit spielt, irgendeiner merkt dann sich was anderes, was der andere sich nicht merkt, das ist immer so. Ja, vor allem der nicht spielt, der merkt sich meistens mehr. Ja. Weil der andere, der ist halt dann meistens beschäftigt mit Zombies oder sonst irgendwas. Nemesis. Ja, der, ey, boah. Ich glaube, es also ohne mich zu weit aus dem Fenster zu legen, wenn Nemesis nicht da wäre, wäre das Spiel bestimmt piss einfach. Ja. Ich glaube, dann macht das Spiel aber auch nichts mehr aus. Dann ist das ja für den Arsch, glaube ich, wenn du da nur da rumrennst, die Zombies tötest, das war's. Okay. Ich glaub, das haben sie jetzt gehört. Wir wollen uns gerade beweisen, wie stark sie sind. Ja. Eine Bombe oder was ist das? Ja, wenn du da dran schießt, kann das explodieren. Dann ist aber das Spiel vorbei, ne? Nee. Das ist wie so ein Sprengfass. Ach so. Ich dachte, das wäre so eine riesen Bombe, wie so dieser endlose Countdown. Lang lebe der Schreibtisch. Ich würde sagen, lang lebe das Maschinengewehr. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Das ist immer gut. Zielt, ja, was zielt ist, sollte man ja als Sammler auch nicht öffnen, da hast du recht. Wow, auch geil. Labor sieht auch cool aus. Es gibt ja auch bei Resi 2 so ein Labor, was versteckt ist, was man, glaube ich, erst beim vierten Mal durchspielen öffnen kann. Bei Resi 2 glaube ich irgendwie so einen Waffencode oder irgendwas eingeben, dann kommt es doch irgendwie so aus so einem Schrank irgendwie Waffen oder ich weiß es nicht so genau. Warum sollte der jetzt freiwillig die Hunter trocken legen? Weil er das Zeug da mischt. Leider. Ich muss wieder schauen, wie das funktioniert. Also mit Rätsel spart das Spiel auf jeden Fall nicht. Oder? Ich darf glaube ich nicht komplett auf dem roten sein. Ja. Ich denke mal, die müssen beide gelb sein. Ja.
raus, dann kannst du da rein. Das ist doch Verarscherei. A und B ist, das kann nicht auch sein. Jetzt sauber. Ja gut, ein bisschen überlegen muss man auch, weil jedes Rätsel, was nur piss einfach ist, bringt jetzt auch nichts. Aber irgendwie ist es einfach immer nur ausprobieren, ne, gewesen. Wie macht man das in einem Speedrun? Es muss ja schon irgendwie eine Kombination haben. Ja, das Ganze hat eine Kombination, ganz klar. Das war ja jetzt logisch. Erwacht hat, bis wir hier gemacht haben und dann... musste uns natürlich jetzt noch einmal treffen. Das war auch klar. Unser Freund und Stecher. So, jetzt haben wir alles für Jill. Können wir wieder zurück. Bombe müsste man eigentlich dem Nemesis mal ins Gesicht werfen, ey. Der hat ja eine abbekommen von mir. Ah. Als wir oben waren an dieser Treppe. Hey. Sind die jetzt neu respawned worden oder was ist los? Oder? Ja. Das ist schon ein Witz. Das ist halt das, was mich an Resi 3, genau wie an Zero, ein bisschen nervt, dass sie manchmal wieder neu respawnen. Ja gut, wir gehen ja jetzt wieder zurück. Von daher muss ja wieder was Neues kommen, sonst... ist es ja zu einfach. Genau. Ja, läuft. Power oder Ende? Das müssen wir schon abhauen. Wir machen den Part jetzt ein bisschen länger, haben wir gerade beschlossen. Wir haben ja einen kürzer gemacht.
sah echt nice aus gerade, also haben die gut gemacht. Auf jeden Fall. So, jetzt werden wir Jill mal retten. Aber das hat ja schon wieder was zu heißen. Dann schmeckt es, guck. Ja, sollen sich nicht stören lassen durch uns. Drei Frauen am Tisch. Das ist der Stammtisch gewesen. So. Ja, ich vermisse die Spinnen irgendwie hier. So, ich dachte, du vermisst den Nemesis. Nee, den kann man nicht vermissen. Der ist zu oft da. Der kann gerne mal da bleiben. Das ist. Wir laufen aber jetzt weg, weil mit Carlos gegen Nemesis zu kämpfen ist ziemlich absurd. Und wir sind ja auch gleich bei Jill, von daher. Aber er lässt uns nicht in Ruhe. Nein. Wollen wir das Zeug bei Chef abreichen? Wir werden jetzt hier noch einmal speichern. Wir haben jetzt das ganze Ding hier mit Carlos durch und ja. Man weiß ja nie, ob es entweder ein Nemesis ist, der uns irgendwie besiegt, oder ob es die Konsole ist, die mal sagt, nö, ich habe keinen Bock mehr, von daher speichern wir mal lieber. Und machen an dem Part jetzt auch mal Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal.